Okay, also hierfür kriege ich keine Artenerhaltungspunkte. Warum? Weiß ich allerdings tatsächlich gerade gar nicht. Weil es den Tieren nicht so gut geht oder Tier freilassen. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Umsiedeln, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich damit einfach nur das Gehege tauschen oder... Ich weiß es nicht. Weil ich meine, ansonsten hätte ich auch die Option hier mit verlegen. Naja, keine Ahnung. Aber haben wir jetzt hier Stufe 3 ausgewählt eigentlich? Ich glaube schon, ne? Wir waren hier. Ja, genau. Stufe 3. Dann braucht man das hier auf alle Fälle dann auch noch. Hier haben wir ein Geschenk bekommen. Die Bildung. Cool. Erhöhe die Bildungswertung zur Tierhaltung Abgottschlange auf 15%. Apropos, warte mal. Hier, unsere Gäste. Hier, Bildungsbewertung ist das hier. Einmal Hütchen. Ich glaube, ich mache fast mal kurz hier dieses Geschrei von dem Lautsprecher ein bisschen lauter. 10. Dann deckt dieses Feld einfach viel mehr ab. Hier an der Stelle, das da, das könnte man auch noch ein bisschen größer machen. 5, sagen wir mal 9. Na, da überschneiden wir uns. 8. So. Haben wir das, haben wir das. Hier auf der Seite, ich weiß es gar nicht, soll man von den Teilen hier nochmal was dazu bauen, dass man die sagt, okay, die machen wir auch hier mit her. Meine, werden die angeguckt? Ich weiß es nicht, ne? Aber hier können wir auch nochmal ganz kurz gucken. Abgottschlange, soziale Gesundheit, was? Ist massiv beeinträchtigt, warum? Die Gruppe ist zu groß. Oh, ist sie wirklich? Okay. Einmal du und einmal du. So, jetzt müsste es euch eigentlich wieder besser gehen. Genau. Tier kann nicht freigelassen werden. Wurde vom Zoll beschlagnahmt. Was? Ach so, aber ich kann es zumindest verkaufen. Okay. Warte mal. Kann ich irgendein Tier von hier? Das geht nur an den Zoo senden. Das auch? Hä? Okay. Freilassen geht scheinbar in der Option hier eigentlich gar nicht. Naja, okay. Dann auf Wiedersehen. Tschüss. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Hier wird demonstriert wegen? Was ist los mit dir? Geht's dir nicht gut? Kommst du nicht mehr raus oder was? Es ist gestresst. Okay. Kann ich verstehen. Aber ganz ehrlich, das Problem haben wir gleich erledigt. Hier, guck mal an. Wir sind hier bei der Hälfte schon. Und was halt wirklich krass ist, wir haben 570 Gäste jetzt im Park. Okay, ich hab's verschrien. 563. 156.000 haben wir Geld. Oder Dollar in dem Fall. Und wir haben eigentlich schon 3,5 Sterne Zoo. Das ist natürlich auch geil. Ich muss jetzt fast mal kurz ein bisschen durchgucken, weil wir haben ja hier noch einmal hier Einrichtungen kurz. Wir hatten ja einmal Mitarbeitergebäude, einmal die Pflegerhütte. Haben wir jetzt auch eine größere? Was hatten wir denn hier davor? Pfleger, Tier. Wo war denn hier Pfleger drin? Warte mal. Ah, na, das ist ja das hier, oder? Ah, das mit dem Apfel. Na, okay, dann haben wir doch nicht. Das ist das hier drüben, das ist das Kleine. Ich würde aber jetzt dann hier mal den Pausenraum wahrscheinlich so ein bisschen eliminieren. Wobei das hier hinten passt auch ganz gut. Quarantänezone haben wir ja von Haus aus schon eine große gehabt. Die Pra. Wo haben wir denn eine Praxis? Achso, na hier, die haben wir auch schon in groß. Okay. Mitarbeiterraum. Gibt es jetzt auch schon in groß. Siehst du? Der ist so was ein bisschen zu groß. Der kann an die Stelle nicht. Den müsste man dann wahrscheinlich eher hier hinsetzen. Beziehungsweise, was ist das? Das heißt ja wahrscheinlich. Das machen wir gleich. Ist hier ein Mitarbeiter drin? Oh, es sind sogar zwei Mitarbeiter drin. Wie viele Leute können hier eigentlich rein? 2 von 4.
Hier in dem sind drin 0 von 4. Das bedeutet, wir können eigentlich den einen zumachen. Einmal. Den reißen wir ab. Wir haben ja dann hier... Okay, der, wenn raus ist, dann bauen wir hier auf alle Fälle nochmal die neue Tierpflegerhütte. Warten wir mal kurz. Und ich hoffe, wir können es abwarten. Betreute Gehege im letzten Jahr. Gehege 3, 33 Meter lang, 33 Meter weit wahrscheinlich oder entfernt. So, Dankeschön. So, Einrichtung hier, jetzt. Wir brauchen einmal Tierpflegerhütte. Die kann man natürlich jetzt hier hinsetzen. Hat er den Boden jetzt ausgewählt? Jetzt. Okay. Herzlichen Dank. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Dann können hier... Wie viele Mitarbeiter können hier jetzt rein? In das Gebäude? 6 Stück. Das ist natürlich klasse. Hier die Attraktivität von Natur- und Bauobjekten um diese Einrichtung ist 33%. Also eigentlich eher schlecht. Was ist das negative Bereich? 10 Meter, 12 Meter? Sagt mir jetzt gerade nichts. So, gut. Aber er kann es auf alle Fälle hierher. Kann das holen. Ich gucke jetzt hier nochmal kurz. Mitarbeitereinrichtung. Das haben wir jetzt auch fertig. Gut. Techniker kann man ja natürlich nie genug haben, ne? Deswegen, oder auch besser Ausgebildete kann man nie genug haben. Das gehen wir natürlich jetzt auch gleich mal an. So. Der hier, den erforschen wir. Lassen wir auch gleich nochmal fortbilden. Erforschen, ich rede einen Stuss zusammen. Hier drüben neue Welt, da kann ich nochmal was anderes erforschen quasi, oder? Gibt es nochmal so ein Goodie? Nee. Weil ich kann... Nein, das steht sogar da, Forschung abgeschlossen, komplett. Okay. Arktis-Mitarbeitergebäude haben wir auch erledigt. Aber es gibt echt noch extrem viel zu forschen. Hier Strom haben wir zum Glück auch schon alles abgeschlossen. Imbissstände, das kommt jetzt alles nach und nach. Hier Ostasien finde ich natürlich auch cool. Muss ich schon sagen. Getränkeläden, das kommt dann auch bald. Südamerika, oh cool. Azteken und so, geil. Rückzugsorte und Klettermöglichkeiten. Ich glaube, das müssen wir auch bald angehen. Ich lasse jetzt mal hier unseren Oberking, hier unseren 5-Sterne-Craig, Indien fertig erforschen. Das geht mit ihm nämlich deutlich schneller. Und ich glaube, oder machen wir es der Reihe nach? Eigentlich ist es egal, ne? Wichtig für mich ist jetzt in erster Linie eigentlich mal, dass wir hier unten die Ding zusammenbekommen. Warte mal. Ja, das geht noch. Da gibt es noch mehr. Das heißt, ich würde jetzt allerdings trotz alledem kurz fortbilden. Ist gerade ein bisschen alles durcheinander, ich weiß. Tut mir leid. Aber warum das jetzt hier nicht so wirklich fruchtet, das verstehe ich tatsächlich gerade nicht. Das Einzige, was auf alle Fälle gefühlt der Fall ist, Schildkröten sind deutlich stressresistenter als andere Tiere. Weil hier stehen ja auch wirklich sehr viele Leute davor. Dem geht's gut, denen geht's eigentlich allen relativ gut. Das hier... Wurde einmal bloß aufgefüllt. Dann einmal auffüllen, bitte. Oh, cool. Guck hier, der Obstbaum. Ist ja auch aufgebaut. Hier hast du wieder Tomaten, Karotten hast du hier mit dabei. Sehr cool. Einfach normale Salatblätter, Gurken, wahrscheinlich Bananen oder sowas, was das ist. Oder ist das einfach nur Deko? Nee, ist schon Banane. Alter, hör mal zu. Was ist damit eigentlich? Bereich? Überschneidet er sich? Nee.
Hä? Bereich des Infolautsprechers überschneidet sich mit dem Bereich eines Lautsprechers mit anderen Informationen. Da stimmt was nicht. Oder war das einfach nur einmal, wo ich es aus Versehen kurz eingegeben habe und ich lese es erst jetzt? Weil hier ist nochmal genau das gleiche. Haben wir eigentlich genauso wenig. Also, siehst du, sie treffen sich nicht. Ja! Wir haben's, Leute. So, hier. Dass die Gäste natürlich einmal wieder zurück zu den Tierchen kommen. So, zack. Achso, warte mal. Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Das ist irgendwie genau falsch rum. Der Einwegspiegel gehört auf die andere Seite. Oder bin ich jetzt falsch? Normalerweise nicht, ne? Wie geht denn das? Okay, das ist natürlich jetzt doof und das verstehe ich tatsächlich auch gerade gar nicht. Das müsste doch eigentlich... normales Glas. Und das ist wieder das andere Glas. Hä? Was ist denn das jetzt für ein Käse? Warte mal, das probieren wir jetzt mal kurz hier bei den Bongos auch noch aus. Dann macht das auch nach außen. Was soll denn der schmarrn? Schau mal, die Tiere können jetzt quasi den Gästen zugucken, aber andersrum nicht. Das ist ein Menschenzoo, hä? Leer. Ich hätte... Ah, Mist. Das wollte ich jetzt natürlich überhaupt nicht. Jo, das... Das ist natürlich mehr als schlecht. In diesem Gehege gibt es echt viele Pflanzen. Gäste, Gedanken, warum negativ? Ist das so schlecht? Das kann es doch nicht sein. Weißt du was? Ich muss mal kurz hier einmal auf Pause drücken, schnell. Nur mal kurz zum Testen. Und zwar hier Barriere. Muss ich das hier vorher schon mal irgendwo auswählen, auf welche Seite? Normal nicht, oder? Sollte doch selbstverständlich sein, dass im Gehege nach außen nichts markiert sein soll. Länge, hier kann ich... Barriere oben gewölbt, ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Nach links. Kann ich das am Gehege selbst hier auswählen? Barriere bearbeiten. Ich habe ja... Bin ich jetzt blöd? Hier. Ah, okay. So, verstanden. Gut, also ich muss auf alle Fälle nichts ausreißen. Dann haben wir das. Das ist hier. Und einmal auf die andere Seite rüber. Ja, guck an. Super, endlich. Dann geht es den Bongos hier auch gleich viel besser. So, hier. Das brauchen wir auch noch. Und ich glaube... Dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Hier, das ist Gehege. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das total geil. Irgendwie. Tiere haben Platz. Könnte natürlich auch ein bisschen größer sein. Brauchen wir gar nicht reden. Aber angeblich, das Spiel sagt ja, es müsste passen. So, jetzt schaut es jetzt natürlich von innen für die Tiere an sich kacke aus, ne? Man sagt, der Platz hier nochmal generell, soziale Gruppe ist fast ein bisschen zu viel. Was? Wir haben 7 Weibchen? Junge! So, einmal das Tier freilassen, nochmal Artenerhaltungspunkte bekommen. Ich würde jetzt mal die zwei...
Okay, das bei denen macht sich gar nichts aus. Wo sind denn die anderen zwei Frauen? Ach so, weil das andere sind doch Jungtiere, oder? Ein älteres Tier. Ausgewachsen. Älter. Okay, also kann ich wahrscheinlich deswegen hier nicht. Dann. Es tut mir leid. Aber ihr müsst leider raus. Ihr müsst uns leider verlassen, ihr zwei. Und jetzt geht's den Tieren auf alle Fälle wieder besser. Halt hier. Ja. Gut, dann haben wir das. Die Tiere dürften sich eigentlich nicht mehr gestresst fühlen. Ach, die soziale Gruppe war zu groß, ne? Da müssen wir auch nochmal kurz gucken. Moment, wo war das denn? Aber so viele Tiere sind es doch gar nicht. Hier war es drin, ne? Hier. 2 und 1. Warum ist das zu groß? Hier, Leute, essen! Essen! Die Pflege rufen, essen! Wir haben 1, 2, 3. 3 Tierchen haben wir hier drin. Und dann jammert hier rum die soziale Gruppe. Oder liegt es echt dran, weil das Gehege zu klein ist? Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Okay, also das passt auch alles. Hier müssen wir auf alle Fälle auch nochmal gucken. Rückzugsort. Hier drüben bei den Schildkröten, da möchte ich es auch nochmal kurz drüber gucken. Die sagen... Natürlich immer noch schlecht. Allerdings, das ist was, das verstehe ich überhaupt nicht. Warum? Weil so viele Tiere sind es definitiv nicht. Schlafmöglichkeiten. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber ich würde dann vielleicht doch erstmal noch kurz erstmal vorübergehend nochmal sowas drunter setzen. Das sagt er 53%. Leute, ihr seid 7 Tiere. Was brauchen die so viel? Das gibt's doch gar nicht. Der ist ein bisschen größer. Schau dir mal an. 66% hat er gerade angesagt. Mit dem hier und dem hier. Verstehe ich nicht. Naja. In Indien geht's voran. Was haben wir denn noch? Design afrikanisch. Das brauchen wir jetzt dann auf alle Fälle gleich mal als nächstes. Wählen wir mal mit aus. Denn ich würde jetzt gerne hier vorne den Eingangsbereich soweit dann schon mal thematisch anpassen. Dass wir hier einfach den perfekten Übergang irgendwie haben, finde ich ganz gut dann. Der Eingang, ich meine generell ist eher minimalistisch, aber gefällt mir trotzdem schon mal sehr gut. Und nach afrikanisch weiß ich noch gar nicht, was man dann braucht. Mein Klassiker, klar, geht immer. Mitarbeitergebäude haben wir alles erforscht, das ist gut. Veterinärforschung. Da machen wir jetzt weiter auf alle Fälle. Und zwar einmal hier die Schweinepest, lass mal erforschen. Dann Tularemie, lass mal erforschen. Und gleichzeitig holen wir uns nochmal vielleicht nochmal 2 neue Tierärzte dazu. Hier. Denn, wenn wir jetzt wirklich dann hier die ganzen Tiere soweit, oder die ganzen Krankheiten für die Tiere erforscht haben, dann brauchen wir die ganzen Ärzte noch ausbilden, falls wirklich mal wer krank werden sollte. Aber da haben wir bis jetzt eh relativ gut verschont geblieben und das finde ich gut. Ich werde aber jetzt eine Aufnahmepause machen.
Ich sage danke fürs Zugucken, hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.